Kopf gefickt, ich bin auf Northern Lights. Leichter Regen, seh die. Was geht, Freunde? Padu hier mal wieder am Start. Erstmal mit Outfit-Check. Warte kurz, erstmal Outfit-Check, check, check. Nikes, keine Ahnung, wie die Schuhe heißen. Nikes Gymshark-Socken. Erstmal danke an Gymshark für die Kooperation. Eine Nike-Hose, Nike-T-Shirt. Und eine wilde Perlen-Kette. Auf jeden Fall, was haben wir heute vor? Heute gehe ich nach Grünstadt. Also Grünstadt ist meine Heimatstadt. Also dort, wo ich eigentlich ursprünglich komme. Da hat meine Karriere als Gewichtheber angefangen. Dort habe ich das Gewichtheben gelernt und lieben gelernt. Und ja, heute schauen wir mal da vorbei und trainieren mal eine Runde mit. Hier, Simon Brandhuber steht immer hier schön. Da gehen wir jetzt hin. Und ich muss leider mit dem Zug dahin fahren, weil mein Lappen weg ist. Ich musste meinen Lappen abgeben, weil ich aus Versehen über die rote Ampel gefahren bin. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kann man irgendwann mal in Ding nehmen, wenn ihr es wissen wollt, warum. Aber ja, jetzt ist der Führerschein erstmal für einen Monat weg. Ist jetzt kein Hexenwerk, da kann ich Geld sparen und auch ein bisschen mit dem 9-Euro-Ticket abfahren. Hier mit meiner Tasche, damit werde ich jetzt reisen. Und ja, wenn ihr genau wissen wollt, was in meiner Tasche alles so drin ist, was so Gewichtheber mit sich rumschreppen und so, dann schreibt in die Kommentare, Hashtag, was ist in deiner Tasche? Dann überlege ich mir, ob ich da so ein Taschending mache. Alles klar, Freunde. Dann legen wir los und gehen zum Bahnhof. Los geht's! Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Selfmade rich, ich geb dir keine Hand und wenn, brauch ich Sacrotan. Moe Rosé, Medical Weed, Bro, das ist ganz normal. Meine Nachbarn rufen Amjas an, denn sie hören nur Ram Bam Bam. So, Freunde, für mich ist es ein bisschen komisch, noch in der Öffentlichkeit so zu reden. Aber ja, ich versuche mein Bestes. Auf jeden Fall bin jetzt gerade in Heidelberg am Hauptbahnhof. Können Sie ein bisschen sehen, so hier am Gleis und so. Ich bin am Hauptbahnhof jetzt. Und warte jetzt auf den Zug, der nach, also der Gemmersheimer Zug, der nach Mannheim fährt. Und in Mannheim steige ich dann um in der Mainzer Zug, glaube ich, den Zug nach Mainz. Und da muss ich in Frankenthal Süd umsteigen und von Frankenthal Süd aus danach direkt nach Grünstadt. Ja, dann läuft der Hase. Und wie immer hat die Deutsche Bahn mal wieder Verspätung, aber jetzt sehe ich, jetzt kommt sie gerade. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Selfmade rich, ich geb dir keine Hand und wenn, brauch ich Sacrotan. Leute, die Deutsche Bahn, einfach mal wieder unpünktlich sein Vater. Also wirklich, ich verstehe das nicht, seit diesem 9-Euro-Ticket, das ist ja noch alles viel schlimmer geworden und die machen nicht mehr Waggons und so, das verstehe ich nicht. Aber ja, was soll man machen? Ich habe eben einen Sprit gemacht, weil der davor von Heidelberg Verspätung hatte zu dem nächsten Gleis und mein jetziger Zug hat Verspätung und jetzt hat er Gleis gewechselt, keine Ahnung wo der ist, ach du Scheiße, ich drehe durch. Freunde, der Zug hat einen Fahrt und ich muss auf den nächsten Zug warten. Richtig, ich komme ein bisschen später ins Training als sonst. Und ja, so ist es halt mit der Deutschen Bahn. Was soll man machen? Scheiße. Hey, das regt mich so auf gerade. Das regt mich so auf. Ich habe so Sprints gelegen. Wir kriegen einfach nichts gebacken. Naja, jetzt muss ich, glaube ich, 30 Minuten warten. FaceTime in the weed, I just might buy. Throw it back on the couch, I just might try. Ooh, spicy. Then that booty thick, I like it. Hey, Justin B. I know you done do this out. This is sneaking geese. For Diamond Clan, I'm riding the Jeep. I got in the club with all of my thugs, I'm packing that pistol P. Auf ein neues, Freunde. Mal sehen, ob diesmal dazu kommt. Wünsch mir Glück. I'ma pull that double R to your crib just for once. Get done. Me and JB, we smoke a skunk.
Alles. So, auf ein neues. Mal sehen, ob ich den Anschlusszug in Frankfurt bekomme. I like it. I like it. You stay down and you're the baddest. Found you in the cut, I copped it. Ich hab's geschafft, Freunde. Ich hab's geschafft. Jahrelange Reise haben wir es auch endlich geschafft, in Grünstadt anzukommen. Ich latsche jetzt mal eine Runde durch die City gleich. Wie schön, immer wieder hier zu sein. Ich latsche gleich durch die City, genau Richtung der KSV Grünstadt. Und da werde ich dann gleich auch das Training absolvieren. Vier Flaschen auf, doch komm noch raus mit Doppelgewinn. Was für Leben bin am Beton, dass ich so, Friends, wir sind in der kleinen, aber feinen Stadt angekommen. Wir sind in der Fußgängerzone. Könnt ihr euch mal anschauen. Hier die ganze Läden, Jurist und so. Ist klein geschmückt. Aber reicht auch. Nicht so groß wie Heidelberg und so. Man, manchmal braucht man auch so. Diese kleine Sachen, um einfach mal Ruhe zu finden. Immer wieder schön hier zu sein. Immer schön. Wow. Wieder ändern. Geld hat ihn nie verändert. Geld hat die Menschen um ihn verändert. Hätte ich gewusst. So, Freunde, hier sind wir auch schon. Endlich angekommen. Hier ist die schöne Halle. Und ja, bin sehr gespannt, was die Halle so macht. So, bin jetzt in der Umkleide, werde mich jetzt auch gleich umziehen, meine Sportsachen anziehen und dann geht's auch gleich in die Halle. Heute trainiere ich mit meinem Bruder Ivo. Ja, bin sehr gespannt, wie es wird. Mit dem Mann wird heute trainiert. Mit dem Mann wird heute trainiert. Wenn es so schön kommt, wenn es richtig gut kommt,
Ja. Du musst die Bremskräfte ausnutzen, um wieder rauszukommen. Mensch, der Knoppe nicht. Ja. Das kostet auch viel Kraft. So, Freunde, wir sind durch mit dem Training. War auf jeden Fall mal wieder schön, hier zu trainieren. In den heiligen Hallen von Karlsruhe Grünstadt. Und ja, genau. Was ich noch am Ende gemacht habe, war ja ein bisschen Krafttraining. Das habt ihr ja gesehen. So ein bisschen Bauch und so Stabi-Übung. Ich hatte allerdings diese Woche eine gesenkte Woche. Deswegen war die Übungen eher alle so ein bisschen low gehalten, das Gewicht auch ein bisschen, einfach um fit zu werden für die nächste Trainingswoche, da die letzten zwei Wochen intensiv waren. Und ich habe mich ja noch ein bisschen gedehnt und allem, aber das habe ich leider vergessen dann aufzunehmen. Und ja, jetzt muss ich mich schnell abduschen gehen, schnell duschen und dann auch wieder zum Bahnhof laufen, einen Sprint hinlegen, denn mein Zug kommt um 20.30 Uhr. Wir haben gerade 20 Uhr, also schnell fertig machen und dann zum Bahnhof gehen. Und ich hoffe einfach, dass keine Verspätungen wieder da sind. Und dass ich dann auch rechtzeitig und gut nach Hause ankomme. So, mein Tag neigt sich dem Ende. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zum Bahnhof. Am Steppen hier, man sieht es ein bisschen. Walk, ein bisschen auslaufen von dem Training. Ja, jetzt geht's zum Bahnhof natürlich. Ich habe noch, glaube 14 oder 13 Minuten, bis mein Zug kommt. Ich brauche ungefähr 5, 6 Minuten bis zum Bahnhof. Und ja, dann geht's nach Hause, werde dann was essen, mit ein paar WG-Kollegen ein bisschen chillen und ein paar Spieleabend oder sowas machen, je nachdem. Und ja, dann geht's auch für mich ins Bettchen. Und morgen früh mache ich einen kleinen Trip nach Frankfurt und mit meiner Freundin nach Frankfurt. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Mal sehen, vielleicht filme ich es, vielleicht filme ich es auch nicht. Ja, ein bisschen Quality Time mit Freundin genießen. Auch mal die Kamera weghalten. Das ist auch mal nicht schlecht. Oh.
Sommer. Ich hoffe, es kommen keine Cups. Denn ich hab Blüten dabei und die duften stark und ich red nicht von Blumen. Führe im Kopf viele Kriege, doch ich will keinen Hass, ich will Frieden. Oh, lieber Gott. Dann direkt fährt, kommt um 21.35 Uhr, glaube ich. Und ja, um die Uhrzeit, da kommen keine Verspätungen mehr und allem. Das ist das Gute. Und ja, das passt dann gut. Ich bin durchgekommen. Keine Verspätung, keine Ausfälle. Und das ist das Gute daran. Und ja, jetzt vertreibe ich noch meine Zeit, die ich noch ein bisschen mit Serien schaue. Und dann ein bisschen TikTok durchscrollen. Genau. Oder ein Story-Post. Ja, mal sehen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der ganze Zug voll ist eigentlich. Aber ich hab's geschafft. Jetzt noch mal wieder. Verdienen. Was wir verdienen. Los geht's. Lasse mein Shirt steamen, denn es kostet ein paar Riesen. Wurde geboren im Frieden, doch das Label machte mich zum Demon. Früher haben drei Energie. So, Freunde, wir sind endlich angekommen. Ich bin in Heidelberg, wie ihr ein bisschen sehen könnt hier. Zack, noch ein bisschen da draußen. Sieht super aus, das ist der Bahnhof. Auf jeden Fall super, dass ihr eingeschaltet habt. Und dass ihr bis zum Schluss noch dran geblieben seid. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Müsst ihr auf jeden Fall sagen, wie es war, wie ihr es fandet und ob ich öfter solche Vlogs machen soll. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war mir auch manchmal ein bisschen so unangenehm, in der Öffentlichkeit zu filmen oder zu reden. Ja, deswegen auch so ein bisschen weniger geredet. Aber wenn euch das, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und ja, dann bewege ich mich schnell nach Hause und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank für die Unterstützung und ciao, ciao. Mach's gut, Freunde.